Hallo und herzlich willkommen zu den Plattwürmern, den Plattelmintes. In diesem Video stellen wir euch Dugesia sicula, eine im Mittelmeerraum weit verbreitete Planarie, vor. Dabei werden wir genauer auf ihre taxonomische Stellung, ihre innere und äußere Anatomie, ihre Ernährung und ihre Regenerationsfähigkeit eingehen. Dugesia sicula gehört taxonomisch zu den Metazoa, Eumetazoa, Bilateria, Protostomia, Lophotrochozoa, Spiralia und Plattelmintes. Die Plattelmintes unterteilen sich in mehrere Taxa und lassen sich vor allem drei großen Gruppen zuordnen. Den paraphyletischen Turbellaria, Strudelwürmer, den Trematoda, Saugwürmer und den monophyletischen Cestoda, Bandwürmer. Dugesia sicula gehört innerhalb des Taxons der Turbellaria zu den Dendrozoela und den Tricladida. Ein Kriterium, nach dem die Turbellaria unterschieden werden, ist die Gestaltung ihres Darms. So besitzen beispielsweise Vertreter des Taxons der Rhabdozoela einen sogenannten Stabdarm, die der Dendrozoela einen verzweigten Darm, der bei den Tricladida dreiteilig ist. Dugesia sicula lebt in Süßgewässern und ist vor allem in sauberen Fließgewässern anzutreffen. Sie werden bis zu 15 mm lang und nur wenige Millimeter breit. Der Kopf setzt sich deutlich vom Rest des langgestreckten Körpers ab, da dieser eine dreieckige Form besitzt. Der Körper weist mittig eine bräunliche Färbung auf, die zu den Rändern hin durchsichtig wird. Schauen wir uns zunächst die äußere Anatomie genauer an. Bei den weiß umrandeten schwarzen Flecken am Kopf handelt es sich um die Augen der Tiere. Wie bei allen Planarien sind die Augen in Form von Pigmentbecherozellen ausgebildet. Seitlich am Kopf sind die Aurikel, die Öhrchen, zu erkennen. Sie dienen der Wahrnehmung von Strömungen und chemischen Reizen. Aufgrund der starken Pigmentierung des Großteils des Körpers sind die meisten Organe hier nicht zu erkennen. Bei genauerer Betrachtung kann man jedoch mittig ein Organ hell durchschimmern sehen. Dabei handelt es sich um den Pharynx, den Schlund, der am posterioren Ende eine Mundöffnung besitzt und anterior in das Gastrovaskularsystem übergeht. Je nach Literatur wird hier auch von Darm gesprochen. Der Pharynx dient der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung des Kotes. Das Gastrovaskularsystem verdaut und verteilt die Nährstoffe. Daher der Name Gastro, Verdauungsvaskular, Verteilungssystem. Die Ordnung der Tricladida leitet sich von der Gestalt des Gastrovaskularsystems ab. Dieses besteht aus einem anterioren und zwei ab dem Pharynx parallel nach posterior verlaufenden Schenkeln. Der Pharynx liegt in der Pharynxtasche und kann zur Nahrungsaufnahme sehr weit ausgestülpt werden. Weitere Strukturen lassen sich in diesem Querschnitt einer Planarie erkennen. Da es sich bei einem Querschnitt um eine zweidimensionale Abbildung handelt, sind die Strukturen, die im Tier natürlich dreidimensional sind, nicht immer vollständig zu erkennen. Die für Plattelminten typische schrammartige Bewegung wird durch die Dorsoventralmuskulatur ermöglicht, die hier bei genauerer Betrachtung zu erkennen ist. Weiterhin sind die außenliegende Epidermis sowie die Längs- und Ringmuskulatur zu sehen. Der deutlich zu erkennende Gastrovaskularraum wird vom Vitellar flankiert. Auch die Konnektive und die Testis lassen sich bei genauerer Betrachtung finden. Da die Tiere keine sekundäre Leibeshülle besitzen, sind große Mengen an Mesenchym vorhanden. Im Folgenden wollen wir uns nun zwei Tiere bei der Nahrungsaufnahme genauer anschauen. Bei Turbellaria handelt es sich um Karnivore, die sich unter anderem von kleinen Wasserkrebsen und Wasserflöhen ernähren. In der ersten Aufnahme ist zu sehen, wie eine Dugesia eine Artemie, einen kleinen Salinenkrebs, zunächst mit einem klebrigen Sekret am Boden fixiert und anschließend mit dem Körper über sie gleitet. Nun wird der Pharynx ausgestülpt. Hier ist sehr gut zu erkennen, wie ihr nach der Beute tastet. Die Artemie wird zunächst gedreht, bevor sie schließlich verschlungen wird. Die nächste Aufnahme zeigt Dugesia sicula beim Verzehr einer Daphnie, eines kleinen Wasserflohs. Auch hier ist der Pharynx des Tieres immer wieder dabei zu erkennen, wie er die Schale der Daphnie von innen abtastet und nach Beute sucht. Übrig bleibt nur die Schale der Daphnie. Zum Schluss schauen wir uns nun die Regenerationsfähigkeit der Planarien genauer an. Dazu werden die Tiere mit einem Skalpell vorsichtig in mehrere Teile geschnitten.
Das tut ihnen übrigens nicht weh. Anhand dieser Aufnahmen ist bereits gut zu erkennen, dass sich sowohl der anteriore als auch der posteriore Teil des Tieres unabhängig voneinander weiter bewegen. Diese Form der Zweiteilung kommt bei Planarien auch unter natürlichen Bedingungen vor und stellt eine Form der vegetativen, also ungeschlechtlichen Vermehrung dar. Schaut man sich die Tiere nach 2 Tagen erneut an, so kann man erkennen, dass sich an den Schnittstellen bereits kleine weißlich schimmernde Bereiche neu gebildet haben. Nach etwa einer Woche haben alle Exemplare die fehlenden Teile sichtbar regeneriert. Die Hinterteile haben einen neuen Kopf regeneriert, die Vorderteile ein neues posteriores Ende. Diese erscheinen zunächst ein wenig heller als der Rest. Nach 10 bis 14 Tagen sehen die Planarien schließlich wieder aus wie vorher. Aber woran liegt das eigentlich? Die Fähigkeit zur Regeneration verdanken die Planarien spezialisierten Zellen, den sogenannten Neoblasten. Neoblasten sind Stammzellen, die einen embryonalen Charakter besitzen und sich daher wieder in alle anderen Zelltypen differenzieren können. Angeblich lassen sich Planarien in bis zu 250 Einzelteile zerlegen, die alle einen vollständigen neuen Wurm regenerieren können. Entscheidend dabei ist, dass jedes Stück über eben diese Stammzellen, die Neoblasten, verfügt. Deshalb eignen sich Planarien auch sehr gut als Modellorganismus für die Stammzellforschung. Vielleicht können wir in der Zukunft dank der Forschung an diesen niedlichen Plattwürmern auch menschliche Organe regenerieren. Wir hoffen, dass wir euch dieses Tier gut erklären und näher bringen konnten. Bis zum nächsten Mal!